Ja, hallo meine lieben Geoleben TV-Zuseher. Schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Und ich darf heute zum dritten Mal meinen fast schon Lieblingsinterviewpartner, den Fabian Fallenbüchel von Lebenskraft pur, begrüßen. Hallo Fabian, schön, dass du wieder den wahnsinnig weiten Weg zu deinem Notebook gefunden hast. Ja, hallo Geo, grüß dich. Vielen Dank. Ja, gern doch. Du hast deinen Weg zu deinem Notebook gefunden, ich eben auch. Und wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema wieder ausgesucht. Und zwar ist mir auch diesmal wieder bei der Durchsicht deiner Webseite, ich schaue immer wieder mal öfter auf deine Webseite, nicht nur einmal, aufgefallen, dass du hier auch eine anständige große Rubrik über Silizium hast. Und zwar bewirbst du ein Buch, das von Holistisch Gesund kommt, Gesund durch Silizium. Das Buch selber mag ich jetzt gar nicht so besprechen, aber mich hat natürlich da schon ein bisschen angetriggert und dir einfach mal die Frage zu stellen, hey, Silizium hat bei dir eine eigene Seite, ein eigenes Buch, das du bewirbst. Warum? Ja, Silizium, ein Element im Periodensystem. Wir haben ja um die bekannte 118 Elemente im Periodensystem. Und Silizium ist eben eins davon. Und ist ein mega spannendes Element auf jeden Fall. Und in unseren Augen einfach viel zu unterschätzt. Und deswegen haben wir dem da ein bisschen Aufmerksamkeit gewidmet. Das ist so im Prinzip der Hauptgrund, warum wir da jetzt, oder warum der Benjamin Weidig erstens mal das Buch geschrieben hat, und dann haben wir ja noch zusammen ein Silizium-Produkt auch noch daraus entwickelt, das Silizium Plus, weil es einfach ein sehr, sehr unterschätztes Element in unseren Augen ist, wo viel zu wenig drüber geredet wird. Und warum ist es so? Warum ist es so unterschätzt und warum redet man kaum drüber? Ja, warum das so ist, ist eine sehr gute Frage. Bei all den positiven Effekten, ich kann es dir gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht, warum man nicht drüber redet. Ist keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ja, was war dann der Grund, warum ihr dann gesagt habt, okay, den nehmen wir uns jetzt einfach mal an? Weil es gibt ja viele, viele Elemente, viele Spurenelemente, viele Mikronährstoffe und bla bla bla. Also wissen wir, da gibt es ganz, ganz viel. Man könnte über alles was machen, was wir ja zum Teil ja eben eh machen. Wir versuchen hier wirklich die wichtigen, die guten Dinge einfach voranzutreiben. Aber warum ist es dann wirklich gerade Silizium? Magst du einfach mal ein bisschen beschreiben, was ich mit dieser Einnahme, wenn ich das nehme, was da passiert? Weil wirken traue ich jetzt auch schon gar nicht mehr sagen. Ja. Also im Prinzip, das hat wunderbare Eigenschaften. Ja, also wir haben, also ich meine, was glaube ich relativ bekannt ist, was ja jeder so ein bisschen weiß, Silizium, so Effekt auf Haut, Haare, Nägel, so ein bisschen dieser Beauty-Effekt. Ja, ja. Das ist so ein bisschen vielleicht das Bekannte. Schönheit. Also so im sage ich mal, genau, dieser Beauty-Effekt, Schönheit, das ist so das Bekannte an dem Silizium. Aber es geht eigentlich noch viel weiter. Es ist im Prinzip ein Kofaktor von Kollagen. Und das Kollagen ist ja letztlich der Stoff oder der Grundbaustein von unserem Bindegewebe. Und deswegen hat es auch so einen tollen Effekt auf Haut oder vor allem auch Haut und aufs Bindegewebe, ja, festes Bindegewebe, was ja auch wieder ein Beauty-Effekt ist, aber man muss auch bedenken, dass es nicht nur die Haut ist, sondern Bindegewebe auch im Körper und in unseren Blutgefäßen beispielsweise herrscht oder existiert Kollagen. Ja. Ja, und es ist, wie gesagt, also nicht nur ein Beauty-Element, sondern auch eben, es sorgt in den Blutgefäßen dafür, dass die stabil und dennoch elastisch sind. Also das ganze Kollagen im Körper hat eine wichtige Funktion und wird durch Silizium maßgeblich als Kofaktor quasi notwendigerweise gebraucht. Mhm. Und und dasselbe gilt natürlich auch für die Knochen. Ja, also Knochengesundheit, Blutgesundheit, in dem Bereich ist es einfach ein wichtiges Element. Es hat dadurch logischerweise auch einen Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System. Ja, das sind im Prinzip diese Sachen, vor allem in dem Bereich neben dem Beauty-Effekt auf Herz-Kreislauf-System und Knochengesundheit, der ganz wichtig ist. Auch noch ein wichtiges Thema vom Silizium ist, was auch weniger bekannt ist, und zwar, es kann Aluminium ausleiten.
Ja, also es ist ein großes Thema, die Aluminiumbelastung, natürlich auch andere unliebsame Metalle, aber allen voran auch Aluminium ist ein großes Thema. Und das Silizium schafft es, das auszuleiten und sogar im Gehirn. Ja? Und das Gehirn ist immer so, habe ich ja schon mal gesagt in einem vorigen Interview, dass das so ein schwieriges, also schwierig ist, an das Hirn ranzukommen wegen der Blut-Hirn-Schranke. Genau. Und Silizium schafft es tatsächlich auch, das Aluminium aus dem Hirn auszuleiten. Sobald bei mir innen was nicht ganz stimmt, entweder ich mache gerade was, wo mein Körper ziemlich zu kämpfen hat oder ich habe zu viel Sport betrieben oder habe mich vielleicht auch wieder mal nicht wirklich super gut ernährt oder habe, wie auch vor kurzem eben die zweiwöchige Fastenkur gemacht, nichts gegessen, das merke ich dann meistens an den Haaren relativ bald. Ja, die werden dann spröde und die werden dann halt nicht mehr so schön, wie sie dann, wie man sie gerne haben möchte. Und für mich ist das dann wirklich ein sehr wichtiger Indikator, dass eben nicht nur die Schönheit darunter leidet, weil das wäre das wenigste Problem, sondern weil einfach in unserem Organismus einfach ganz, ganz viel passiert. Man sagt ja auch, die Haut ist das Spiegelbild des Darms. Ne? Und auch noch ein interessanter Punkt ist, der Körper holt sich ja immer zuerst an den für ihn unwichtigen Stellen die Mineralien, Vitamine und so weiter als aus dem Depot raus, bevor er an die wichtigen Stellen geht. Und die unwichtigen Stellen sind eben dann Haut, Haare, Nägel für den Körper. Genau. Deswegen greift er da zuerst an und das ist aber im Prinzip genau wie du richtig gesagt hast, das ist der erste Indikator, dass irgendwo womöglich ein Mangel oder irgendwas vorliegt. Genau, so ist es und deswegen ist aus meiner Sicht und aus deiner wahrscheinlich eben auch ist es wesentlich tiefer, dieses Thema und nicht eben nur der Schönheit geschuldet, auch wenn wir alle gerne schön sind. Das ist überhaupt das Thema. Wir haben es jetzt eh schon ein bisschen angerissen, an was erkennt man an Siliziummangel? Ja, also schwierig. Also es ist dadurch, dass es halt so ein bisschen ein unterschätztes Element ist, aber letztlich kannst du davon ausgehen, dass eben, wenn die gesagten Themen wie Haut, Haare, Nägel und so weiter irgendwo ein bisschen brüchige Nägel, vielleicht Haarausfall oder so, kann alles ein Zeichen für einen Siliziummangel sein. Ne? Das Silizium kommt ja eigentlich in überall im ganzen Körper vor. Ja? Überall, irgendwo in jedem Gewebeteil, in jedem Organ ist Silizium drin und da kann man, glaube ich, wirklich auch davon ausgehen, dass es im Endeffekt auch überall gebraucht wird. Und schlussendlich, das kriege ich auch gleich einen Durst, dass es schlussendlich dann wirklich auf alle möglichen Symptomatiken einfach Einwirkungen hat. Ich denke, das ist mit den Haaren und der Haut und den Nägeln, das sind so die bekannten Dinge, auf die schauen wir halt, weil uns Schönheit zum Teil ja wichtiger ist als wie Gesundheit. Das ist wieder so ein kleiner Seitenhieb. Ja. Das liegt am Kollagen. Ne? Das Kollagen ist das Thema. Das Kollagen hast du halt überall im ganzen Körper. Ja. Und das Silizium ist ein ganz, ganz essentieller Kofaktor fürs Kollagen. Ohne Silizium kein Kollagen oder kein stabiles, gesundes Kollagen. Und du hast es überall im Körper, ne? Deswegen ist es überall notwendig. Ich weiß, dass du auf das natürlich auch ziemlich schaust, dass man sich in erster Linie mal gut und wichtig und richtig ernährt. Aber so die richtigen Siliziumquellen, was sind das jetzt? Brennnessel, glaube ich, Zinnkraut. Und wie ist da die Bioverfügbarkeit in die Richtung? Also du hast natürlich bei organischen oder bei Lebensmitteln immer eine super Verfügbarkeit, weil das halt die organische Form ist und die kann vom Körper super verwertet werden. Deswegen sind natürlich so Quellen wie Brennnessel, was ist gesagt, Schachtelhalm oder wie hast du gesagt, Zinnkraut, ne, sagt man ja auch zum Schachtelhalm. Oder eben auch sowas wie Bambus, ne? Bambusextrakt, damit arbeiten wir eben mit diesen Dreien in diesem Silizium Plus. Wir nehmen den Bambus, wir nehmen den Schachtelhalm und die Brennnessel. Das sind somit die drei besten Siliziumquellen überhaupt. Gibt natürlich noch mehr, aber wir haben uns jetzt auf diese drei fokussiert, weil die eben auch noch tolle andere Eigenschaften haben. Ne? Brennnessel brauchen wir nicht drüber sprechen, hast du ja auch schon oft erwähnt in deinen Videos. Super, super, super Sache. Zubereitungsformen einfach auch Sinn haben und dass man nicht immer nur glauben muss, es ist das Beste,
und immer das Wirkungsvollste, wenn man sozusagen natürlich und frisch gerade draußen in der Natur gepflückt hat. Ja. Ist so. Ist auch in der Naturheilkunde ganz bekannt, angefangen vor hunderten von Jahren mit dem Tee. Tee ist letztlich eine Extraktion. Ja. In Indien zum Beispiel, da wird ja auch die Kurkuma-Wurzel, wenn du die im Prinzip so roh isst, hast du da ja auch ein Problem, weil du das Kurkumin kaum verstoffwechseln kriegst. Wenn du Tee draus machst, ist es schon viel besser. Genau, also die Frage, genügt siliziumreiche Nahrung, haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, so ein bisschen beantwortet, oder? Also wie gesagt, therapeutisch mit Sicherheit nicht, für eine gesunde Basis auf jeden Fall. Ja, was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, du wirst das wissen, Silizium ist ja quasi ein Wasserspeicher. Es speichert ja Wasser, nimmt Wasser auf bis zu, glaube ich, die 300-fache Menge. Es ist ja unglaublich und ist ja wichtig eben, dass wir das Wasser abspeichern können und nicht immer sofort wieder sozusagen aufs Klo rennen und laufen und immer wieder, sondern dass unser Körper mit dem Wasser ja dann auch arbeiten kann, dass die Zellen dann auch mit dem Wasser arbeiten kann. Und das ist ziemlich wichtig für den Stoffwechsel, was ich so in Erfahrung gebracht habe. Also Silizium, meine Lieben, ist nicht nur für die Schönheit und für die Fingernägel, sondern... Ja. Das macht wirklich Sinn und es ist, glaube ich, nicht umsonst das zweitweit verbreiteste Element auf diesem schönen Erdenplaneten. Ja, haben wir noch was wichtig ist, lieber Fabian? Ich glaube, wir haben es. Wir haben alles Wichtige gesagt. Das, was du zum Schluss gesagt hast, das will ich nochmal unterstreichen, das Resümee. Das ist nämlich genau passend. Es ist nicht nur Beauty, sondern das ist in meinen Augen ein essentielles Element, was auf keinen Fall unterschätzt werden sollte. Ja, was man vielleicht einfach nur ein bisschen ergänzen kann, aber da geht es auch um Arthrose, da geht es um Arthritis, eben auch um all diese Dinge, die auch auf einen möglichen Siliziummangel einfach auch hinweisen könnten. Also wer es nicht so machen möchte wie ich, in die Natur hinausgehen, das kann man natürlich und sollte man auch machen. Ja. Sich Ingrat suchen, Schachtelhalmen, das kann man mal ausprobieren mit dem Schachtelhalm, wie zerreißfest der eigentlich ist. Also das ist alles in der Natur einfach wirklich nachzuprüfen, was wir da jetzt auch alles so gesagt haben. Und wer das Ganze einfach dann noch unterstützen möchte, der kann das natürlich auch mit Silizium als Nahrungsergänzung machen. Genau. Und wenn er das auch will, eben auch bei Lebenskraftpur schauen. Da heißt es dann nämlich Silizium Plus. In dem Sinne einfach wieder der alte, aber sehr, sehr wichtige Spruch, bleibt gesund. Auf das müssen wir uns auch schauen, dass wir gesund bleiben. Und wenn wir es halt dann nicht mehr sind, dann werdet ihr auf jeden Fall gesund, weil Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Und bleibt mal gesund. Und im Sinne, Baba, ciao, tschüss und Servus. Tschüss.